Heute gibt es mal ein seltenes Erlebnis. Das gab es letztes Jahr, glaube ich, kein einziges Mal, obwohl es letztes Jahr auch sehr viel geschneit hat, sogar hier im Norden, zwischen den Meeren. Es gab nicht einen Tag, wo in Büsum Schnee lag. Ja, und ich habe immer wieder geguckt und es lag kein Schnee. Und jetzt habe ich das hier, Schnee in Büsum. Da dachte ich mal, das ist eine tolle Kulisse für ein winterliches Video hier heute aus Büsum. Und damit willkommen erstmal zu einer neuen Folge von Live hier aus dem winterlichen Büsum. Ja, der Schnee reicht hier direkt ans Watt ran. Ich finde das gerade total faszinierend. Aber um Schnee und so soll es nicht gehen, sondern wirklich mal um einen kleinen historischen Abriss über die Gemeinde Büsum, nämlich die Geschichte dahinter, wie aus der Insel Büsen eine Gemeinde wurde. Einst war nämlich Büsen eine Insel, dessen Hauptdorf genauso hieß wie die Insel. Diese Insel befand sich noch etwas weiter raus hier, weil hier befindet sich noch heute eine relativ große Sandbank. Ja, sodass man, wenn man hier noch ein paar Kilometer rausläuft, tatsächlich noch die Überreste dieser Insel erkennen kann. Und auch auf alten Karten sieht man das noch. Und auch auf modernen Karten kann man als Geografie-Experte quasi das noch erkennen, dass sich hier mal eine Insel befand. Um quasi die Geschichte hinter dieser Insel zu erzählen, muss ich euch zurücknehmen auf Zeitreise ins 12. Jahrhundert. Im 12. Jahrhundert existierte vor der Küste von Dithmarschen, wie gesagt, die Insel Büsen. Dies war eine Insel, auf der es verschiedene Fischerdörfer gab, von denen der Hauptort Büsen, wie gesagt, der größte Ort war. Wie hier im Norden üblich, mussten die Fischer immer wieder den Sturmfluten trotzen. Das heißt, immer wieder verschwanden im Laufe der Jahrhunderte große Teile der Insel. Das heißt, man versuchte immer wieder mit Deichen zu verhindern, dass die Insel komplett im Meer versinkt. Doch irgendwann waren große Teile der Insel quasi weggespült. So ähnlich, wie man das auch bei der berühmten Insel Nordstrand, über die ich sicherlich auch mal ein Video machen werde, bei den Utlanden, ja, aus verschiedensten Geschichten und Erzählungen kennt. Wenn ihr übrigens nicht verpassen wollt, wenn ich mal ein Video zu den Utlanden mache, dann abonniert gerne schon jetzt meinen Kanal, denn da plane ich schon seit längerem mal ein Video, vielleicht sogar direkt von Nordstrand und vielleicht sogar auch mit irgendwie ein bisschen was zu Rungholt. Tatsächlich ist es so, dass letztlich im 15. Jahrhundert bei einer sehr verheerenden, schweren Sturmflut quasi die komplette Insel im Meer versank. Bis auf kleine Reste, aber selbst das Fischerdorf Büsen war nahezu komplett zerstört. Und man überlegte schon, quasi diese Siedlung nicht wieder aufzubauen, sondern quasi dem Meer zu überlassen. Gleichzeitig fanden aber im sogenannten Reiderland, also dem Gebiet zwischen Wesselburen und hier, Eindeichungsmaßnahmen und Landgewinnungsmaßnahmen statt. Das sieht man auch heute noch, wenn man von hier mit dem Zug von Büsum nach Heide oder von Heide nach Büsum fährt. Da stehen heute ganz viele Windräder und man findet aber immer wieder ein Deich nach dem anderen. Denn das ist quasi ein Überbleibsel der Region, die früher zwischen der Küste und der ehemaligen Insel Büsen lag. Dann kam man immer näher an die ehemalige Insel Büsen heran oder das, was halt noch davon übrig geblieben war, und entschied sich, quasi den östlichsten Zipfel der Insel Büsen wieder ins Festland zu integrieren. Dass die Fischer in Büsen weiter dort leben konnten, und aus den Überresten entstand quasi das kleine Fischerdorf Büsum. Es siedelten sich immer mehr Fischer an und die Siedlung bekam immer mehr einen städtischen Charakter. Und als dann ab dem 19. Jahrhundert auch der Tourismus hier an die Küste zunahm und auch Büsum eine der wichtigsten Häfen von Dithmarschen bekam durch die Industrialisierung, wurde das hier zu einer der wichtigsten Gemeinden der Region. Und wenn man heute durch Büsum läuft, besonders im Sommer, sieht man auch die Einflüsse des Tourismus auf die Gemeinde. Denn heute handelt es sich bei Büsum um eine der bedeutendsten Tourismushochburgen an der schleswig-holsteinischen Westküste. Es ist traditionsreich immer noch durch die Fischerei geprägt. Man sieht hier immer noch diverse Fischkutter, vor allem Krabbenkutter. Aber man sieht eben auch eine riesige Zeile an Hotels, einen großen Museumshafen und diverse Restaurants, die eben davon zeugen, dass das hier mittlerweile eine der größten Tourismushochburgen, wie gesagt, ist. Und heute kann man quasi, wenn man sich die Gemeinde Büsum anguckt, die eine typische Hafengemeinde ist, eine typische Gemeinde direkt am Meer, gar nicht mehr erkennen, dass es sich dabei, wie gesagt, einst um eine Inselgemeinde handelte.
Ja, heute ist, wie gesagt, eine Stadt mit 4000 Einwohnern, weshalb viele auch denken, Büsum sei schon eine Kleinstadt, obwohl die Stadt offiziell keine Stadtrechte hat. Warum eine Gemeinde mit 4000 Einwohnern nicht einfach eine Stadt ist, nur weil die Einwohnerzahl passt, das erzähle ich mal in einem anderen Video aus einer Stadt, die viel, viel kleiner ist als Büsum, nämlich Arnes an der Schlei. Dazu verlinke ich euch mal was oben in den Infokarten. Hier hinter mir ist auch das schöne Rathaus, auch schön eingeschneit wie eben der Strand. Und für mich steht Büsum eigentlich für die Entschlossenheit, den Kämpfergeist und die Energie dieser Region Dithmarschen hier im Norden und allgemein Schleswig-Holstein. Man trotzt seit Jahrhunderten dem Meer und schafft es seit Jahrhunderten quasi das Meer zu bändigen. Ähnlich wie die Niederländer. Und das hier war schon immer ein Schmelztiegel der Kulturen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch kein Wunder, dass das hier so eine wichtige Urlaubs- und Tourismusregion geworden ist. Büsum ist ein Zeichen, ja, dass man nicht aufgeben darf, dass nur weil ein Teil der Gemeinde oder ein Teil der Region, in der man lebt, quasi verloren geht, untergeht, ja, ist noch nicht das Ende aller Tage. Es gibt immer Möglichkeiten, wieder zurückzukehren. Und auch deswegen passt das Thema eigentlich wunderbar in die Weihnachtszeit. Denn auch die Weihnachtszeit steht für mich für die Energie, für die Liebe, ja, die man manchmal aufbringen muss, um quasi aus einem schlechten Jahr vielleicht ein neues, kommendes, gutes Jahr zu machen. Noch heute zieht Büsum zu jeder Jahreszeit die Menschen in seinen Bann. Und ich komme tatsächlich sehr gerne hierher, auch wenn teilweise Büsum als Touristenziel für ältere Leute gilt. Büsum hat einen ganz eigenen Charakter, anders als so typische Tourismusgemeinden. Leider geht aber auch hier so dieses Gefühl von sanftem, nachhaltigem Tourismus immer mehr verloren, weil hier wird immer mehr gebaut. Aber vielleicht kann man da ja was tun. Ja, das war heute erstmal mein Video aus dem verschneiten Büsum mit der faszinierenden Geschichte von Büsum. Und zum Abschluss möchte ich euch noch was Interessantes, Schönes zeigen, das ich hier in der verschneiten Landschaft gefunden habe. Ja, nämlich hier quasi diese Märchenfiguren. Verschiedenen Märchen, ja, zum Beispiel die Bauerstochter soll das, glaube ich, sein. Der Froschkönig. Rumpelstilzchen, hier auch die sieben Zwerge, ja, Dummling mit der goldenen Gans, Hänsel und Gretel mit der bösen Hexe und wer das ist, kann ich es gerade nicht einordnen. Wahrscheinlich ist das wirklich Schneewittchen. Also viele schöne Märchen. Für mich ist die Weihnachtszeit ja auch die Märchenzeit. Deshalb habe ich auch zu dem ein oder anderen Märchen immer mal wieder in der Weihnachtszeit ein Video gemacht. Denn man kann auch heute noch sehr viel aus unseren Märchen und Geschichten lernen. Was man aus Märchen lernen kann, das zeige ich unter anderem in diesem Video, wo ich mich auch jetzt auch schon diesen Winter mit Hänsel und Gretel beschäftigt habe. Das verlinke ich hier. Und ein weiteres Video verlinke ich noch zu Büsum, wo ich mal ein bisschen was so erzähle, was man alles in Büsum entdecken kann. Ist aber hauptsächlich im Sommer entstanden. Wie dem auch sei, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und auch an dieser Stelle sage ich schon mal einen guten Rutsch. Vielleicht sieht man sich ja gar nicht mehr. Andernfalls sieht man sich hoffentlich demnächst irgendwo hier in Büsum oder sonst wo in einer verschneiten Landschaft. Schöne Weihnachten und ein paar Videos kommen dieses Jahr noch. Adventskalender und so. Naja, wie dem auch sei, bis dann erstmal. Ciao!